So wie ich nämlich hier hinfahre, können wir nur noch nach unten und dann bringt uns das ganze Unternehmen nichts mehr. Aber ich könnte ja. Funktioniert leider immer noch nicht. Ja, traumhaft. Und nach oben ist ja nun nicht so ganz zielführend. Ne? Da wirst du nicht mehr rausbekommen. Nicht gut. Vielleicht bekommen wir das. Ich glaube auch nicht, dass wir es wieder rausbekommen, wenn die roten zusammen sind. Nee, das war so nicht. Wie war das denn? Hey, jetzt sag doch mal. Du. Ach. So, so war das aber, glaube ich, oder? Und dann so und dann. Nee, so kriegen wir ihn nur in die Mitte. Was auch noch nicht so unbedingt schlimm ist. Außer, dass das total doof ist. Ha. Ach Mensch, das ist ja ein Traum, du. Ja, jetzt haben wir schon wieder so viele Optionen. So, alles auf Anfang geht leider nicht. Mensch. Dann kommen wir nicht mehr raus. Auch nicht gut. Vielleicht einfach schieben. Ach, ich glaube, das ist schon wieder sowas, was das flotte Weiterkommen doch deutlich aufhält. Und das schmeckt mir nicht. Drehen wäre schön. Gibt es hier vielleicht irgend so einen kleinen Knopf, wo wir drehen können? Auch eher weniger. Ja, da gibt es keine Lösung. Hier gibt es keine Lösung. Und genauso da nicht, aber hier. Wir können natürlich den dahin bewegen, dann geht auch nichts. Und dahin bewegen geht auch nichts. Und ja, mehr Optionen gibt es nicht. Also, in diesem kleinen Baum, den ich da gerade mal aufgemacht habe, können wir entweder den hier machen. Oder eben sowas, aber dann kommen wir nicht mehr raus. Also das wäre der erste, der legal ist. Und um rauszukommen, müssen wir dahin. Und dann haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können entweder nach oben, was ich jetzt mal nicht demonstriere, also dahin fahren. Oder hierhin fahren. Problem ist, wenn wir da reinfahren, dann ja, haben wir so ziemlich verloren, weil wir nichts mehr machen können. Denn dann kriegen wir diesen roten da ja auch nicht mehr raus aus der Ecke. Zumindest glaube ich das, denn ich habe noch keine Lösung gefunden, wie das gehen sollte. Ja, dann wäre noch die Idee, wir könnten hier nach links fahren, was die nächste von den beiden Möglichkeiten ist. Dann, um da rauszukommen, haben wir nur die Möglichkeit nach unten zu gehen. Dann wiederum haben wir keine Möglichkeit, irgendwo anders hinzufahren. Außer nach links. Was also auch nicht zum Ziel führt. Und das wiederum führt mich dann zu der Frage, wie zum Henker das denn eigentlich lösbar sein soll. Abgesehen davon, dass ich sowas mache und dann haben wir wieder alle Möglichkeiten offen. Die zwar recht beschränkt sind, aber immerhin vorhanden. So. Der ist dahin, war das jetzt so richtig? Bestimmt nicht. Aber das macht ja auch nichts. Fehlbarkeit wird auch ganz groß geschrieben in unserer Gesellschaft. Ja, nee, also irgendwie. Ach, Mann, geht das denn überhaupt? Und diesen hier kann ich auch nicht mehr wirklich verschieben. Ja, Herz allerliebst, ich dachte eigentlich, ich könnte dem hier heute ein Ende setzen, aber so richtig. Wahrscheinlich ist die Lösung ganz trivial. Ich meine, es gibt hier nur 9 ganze Felder mit 4 Spielfiguren, wovon die eine von 3 anderen mitgenommen werden kann und ein Punkt, mit dem wir alles steuern. Ja, also eigentlich könnte man sich da einen Baum aufmalen, dann wo alle Möglichkeiten drin sind, aber ich habe das im Prinzip schon gemacht, nur irgendwas vergessen. Sonst ginge das jetzt ja, ne? Können wir uns da vielleicht dran vor. Nee, können wir nicht. Ja, also, das ist unschön. Warum machst du denn sowas? Rüber wechseln können wir auch nicht. Nach links und oben haben auch nicht so den Effekt. So. Dann kommen wir nicht mehr raus. Das ist schon so gut wie bewiesen. Ne, nach wie vor glaube ich, dass es das Beste ist oder das Einzige.
was so möglich ist. Vielleicht bietet die Tastatur noch irgendwas, außer vielleicht WASD, irgendwo drehen, vielleicht mit E. Nein, auch nicht. Na gut, das ist auch nicht, bevor ich die Aufnahme dann abbreche, weil ich plötzlich auf F10 komme. Herrlich. Wie kommen wir da durch? So, so und so. Nach oben würde ich ja so gerne. Und schieben können wir da leider nicht, was sehr schade ist. Ach, das macht unglücklich. Nach oben schieben hat ja immer noch nicht so den Nutzen. Ach, Herr Chemie. Das will gerade nicht in meinen Schädel, wie denn das Rätsel zu lösen ist. Fahren wir ihn nach oben, diesen hier, kriegen wir dann nicht mal raus und können dann letztendlich das Rätsel nicht mehr lösen. Na gut. Das ist auch die einzige Möglichkeit, diesen hier rauszufahren. Denn wir müssen den ja entweder nach oben oder nach unten bewegen und würden dann eben mit diesem kleinen Fahrstuhl, Aufzug, Mulden, Kipper, Ding hier hinfahren, um dann in diesen kleinen Schlund hineinzufahren. Also wenn ich mir die vorigen beiden Rätsel so ansehe, ne, dann darf es eigentlich nicht sonderlich viel schwieriger sein. Das übersteigt meine geistigen Fähigkeiten. Denn wenn wir da nicht aussteigen können, ist das recht hinderlich für das ganze Unterfangen. Ja, was noch reversibel ist, ist dieses hier. Nur denn ist unsere Bewegungsfreiheit deutlich eingeschränkt, und zwar ein bisschen zu deutlich, sodass wir alles wieder auf Anfang machen müssen, um weiterzukommen. Mano. Kann ich ihm da unten nicht einfach sagen, fahr mal dahin und währenddessen gehe ich da wieder raus? Einfach eine Programmierung einlegen. Mano. Was mache ich für einen Denkfehler? So sag es mir doch. Boah, ich hecke. Alternative Eingabe. Nee, also ich muss ehrlich sagen, ich habe keinen blassen Schimmer, wie das denn zu lösen ist. Abgesehen von irgendwelchen brutalen Aktionen, zum Beispiel den Stecker rauszuziehen. Wenigstens bleibt der Strom dann noch eine Runde an, da ist immer noch kein Geld drin, ärgerlich. Hier gibt es auch keine Zeichnung oder so, ne? Vielleicht draufhämmern? Oder den Strom rausziehen, das wäre die Idee. Hat vielleicht irgendjemand einen Elektromagneten dabei? Nee, da ich nicht weiß, ob das so gerade lösbar ist, wäre es bestimmt interessant zu wissen, ob man das Äußere von außen ein bisschen beeinflussen kann. Oder vielleicht sogar muss. Hier fehlt übrigens eine Schraube, was aber auch rechtzeitig wenig nützt. Ja. Sehr wenig. Na gut, wie wäre es denn eigentlich, wenn wir mal. Wie wäre es, wenn wir da die Batterie reintun? Keine Idee. Tipp, tipp. Immer noch aus und kaputt. Vielleicht ist da ja einfach Geld drin. Du sollst gucken, ob da Geld drin ist. Bist du denn schwerhörig? Ja, ja, er ist schwerhörig, der kleine Little Joseph. Die Josephina. Vielleicht die Lampe nehmen und dann draufklöppeln. Auch eher weniger. Was ist denn das da oben? Ist noch irgendeine Bewandtnis? Kann ich mir auch gerade nicht so vorstellen. So, ausgefahren, passiert nichts.
Short. Tja, Rätsel, Rätsel, Rätsel. So sage mir doch, wie bist du zu lösen? Das ist immer nur fürs Erste, das sind die Monsterchen, ne? Conways Spiel des Lebens, so in etwa sieht das auch aus. Mit Geburts- und Sterberegeln. Total spannend die Sache, aber leider führt uns das auch gerade nicht zum Ziel. Oben fahren war doof. Das sehe ich ja ein. So. Das Einzige, was mir echt einfällt, ist hier nach unten zu fahren. Den dahin zu fahren und dann hier so, ne? Den hier zu machen. Und jetzt können wir den zwar verrücken, aber das nützt jetzt auch eher wenig bis gar nichts, ne? So, also 0, gar nichts. Ja, sehr schön. Das hat uns richtig weitergeholfen. Und durch können wir leider auch nicht sprinten. Nochmal auf Anfang. Also wenn man die Dinger nicht drehen kann, dann weiß ich auch nicht, wie das gehen soll. Und da habe ich gerade auch keine Taste gefunden. Vielleicht. Nein, auch nicht. Das wäre eine kindliche Vorstellung. Vielleicht, wenn man alle drei drückt. Nee, aber man kann zwei drücken. Das war schon sehr interessant. Nützt zwar gerade auch nicht viel. Abgesehen davon, dass es recht cool aussieht. Naja. Anyway. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie das zu lösen ist. Von daher würde ich vorschlagen, ich unterbreche die Aufnahme, werde mir einen Kopf machen, den Baum aufmalen oder einfach stumpf abspicken, je nachdem, wie ich Lust und Zeit habe. Und dann sehen wir uns dann hier oder woanders gleich wieder. Also, tschüss. So, herzlich willkommen zurück in der Spielhölle von Machinarium City. Wir haben uns das letzte Mal mit diesem Kerl hier angelegt. Wo es um so eine Raumschlacht irgendwie sowas ging. Das war ja auch schon herzlich erfolgreich, nachdem ich gemerkt habe, dass man auch die Tastatur nutzen kann. Und nun ist dieser kleine Kasten mit der Nummer 2 dran, der uns auch noch einen Dollar schuldet. So, ich wollte ja eigentlich diese Dinger hier nehmen. Denn wenn ich hier auf der Tastatur so rumdrücke, naja, das finde ich nicht so schön. Na gut, das ist ja jetzt noch nicht so ganz so schwierig. Ich habe übrigens auch entdeckt, dass der eigentliche Sinn hier hinter, also dass sich die Tür öffnet, ist, dass ich mit diesem Ding da reinfahre. Also würde ich mit diesem kleinen inneren Kasten da wieder rausfahren können, könnte ich trotzdem durch diese Tür verschwinden. Also ich musste ihn ja nicht unbedingt durchfahren. Das war so ein kleiner Denkfehler von mir gewesen. So, wie machen wir das denn hier mal so? Moment. Dieser hier muss irgendwie zur Seite, ne? Sonst können wir nicht mehr aussteigen. Was denn? Achso, ja, bin ich einen zu früh abgebogen. So, dann kann der kleine Kasten da unten rein. Ja, müsste doch eigentlich schon reichen, oder nicht? So, hochgefahren und runtergefahren und Tür ist offen. Tada! Level 3, und das war auch so ein bisschen der Rausschmeißpunkt das letzte Mal, weil ich eben dachte, man müsste mit diesem kleinen hier rein und dann dadurch. Aber dass eigentlich nur dieser Punkt da raus muss, naja, hätte man mir auch sagen können.